Zielgebiet für die von uns geplanten Bergwanderungen ist das Pustertal in Südtirol im Bereich der spektakulären Szenerie der Sechsterner Dolomiten. Etwas westlich von Toblach befindet sich in Niederdorf mit dem Campingplatz Olympia ein idealer Standort für die vorgesehenen Touren. Zur Eingewöhnung haben wir uns eine etwas leichtere, aber dennoch hochattraktive Wanderung vorgenommen. Mit einer Fahrstrecke von lediglich 15 Kilometern erreicht man nach einem Abzweig über die Ortschaft Schmieden den Parkplatz vor dem Pragser Wildsee, einem der begehrtesten Ausflugsziele im Pustertal. Von hier aus folgen wir zunächst dem Westufer des romantischen Bergsees und zweigen auf einem leicht ansteigenden Wanderweg in Richtung der Grünwaldalm ab. Nach deren Umrundung steht eine Pause in der Grünwaldhütte an und es geht wieder zurück zum See, den wir nun in ständigem Auf und Ab auf dessen Ostseite umrunden. Unmittelbar hinter dem Parkplatz passiert man zunächst das Hotel Pragser Wildsee, wo eine nach Süden orientierte Schautafel den Spazierweg entlang des Westufers auf einer weitgehend eben verlaufenden Trasse verdeutlicht. Direkt hinter dem Hotel eröffnet sich ein erster Blick auf den fast 1500 Meter hochgelegenen See mit seiner markanten türkisblauen Farbe vor dem Hintergrund einer majestätischen Bergkulisse. An einer kleinen Weidefläche erreicht man die Südwestecke des Sees und damit gleichzeitig den Abzweig Richtung Grünwaldalm. Die reizvoll in die Landschaft eingebettete Grünwaldhütte passieren wir zunächst, um die wunderschöne Szenerie rund um das Almengebiet zu genießen. Danach wird es natürlich Zeit für einen kräftigen Schluck in der schön gelegenen Almhütte. Nach dem Abstieg zurück in Richtung See umrunden wir zunächst das südliche Seeufer. Der Wanderweg auf der Ostseite des Sees erfordert wegen der senkrecht abfallenden Felsklippen etwas mehr Kraxelei, bietet dafür aber auch durchweg attraktive Aussichten. Nach der Umrundung der Nordostspitze des Sees erreichen wir wieder den Ausgangspunkt unserer Wanderung und genießen etwas später am Campingplatz das abendliche Bergpanorama.